Robert hat es arg erwischt. Mit einer Grippe. Jetzt schwitzt er im Bett. Und Schüttelfrost hat er auch. Am Bauarbeiten geht gar nicht. Na gut, sagt Robert. Muss ich halt in den Krankenstand. Vorsicht, Robert. Das musst du alles machen, damit du keinen Ärger kriegst. Erstens, melde dich sofort in deiner Firma. Gib Bescheid, dass du nicht arbeiten kannst, weil du krank bist. Du musst aber nicht sagen, an welcher Krankheit du leidest. Zweitens, kümmere dich sofort darum, dass du eine Bestätigung von deiner Ärztin bekommst. Dein Chef kann eine Krankenstandsbestätigung ab dem ersten Tag deines Krankenstands verlangen. Schick ihm die Bestätigung sofort. Sonst bekommst du schlimmstenfalls so lange keinen Lohn im Krankenstand, bis du die Bestätigungen gebracht hast. Drittens, schau zu, dass du rasch wieder fit bist. Du musst den Anweisungen deiner Ärztin folgen und zum Beispiel im Bett bleiben, solange du noch Fieber hast. Tu nichts, was deine Krankheit verlängert. Was du während des Krankenstands tun darfst, hängt von der Art deiner Erkrankung ab. Im Krankenstand hast du aber auch Rechte, Robert. Dein Arbeitgeber muss dir zum Beispiel das Entgelt weiterbezahlen. Das ist nicht nur Lohn oder Gehalt, auch regelmäßige Überstunden oder die meisten Zulagen gehören dazu. Gerechtigkeit muss sein. Arbeiterkammer. Nähere Informationen zu Ihren Rechten im Krankheitsfall inklusive Ausnahmeregelungen finden Sie unter www.arbeiterkammer.at.